Hi ihr Süßen, herzlich willkommen zur Vios News Palace. Jetzt gibt's wieder total schnuckelige Games-Nachrichten. Voll mega, ne? Und wir starten direkt mit einem neuen Gerücht zur Nintendo NX. Und zwar dreht es sich ums Release-Datum. Aktuell ist ja nur bekannt, dass die Konsole im Frühjahr 2017 erscheinen soll. Aber möglicherweise hat ausgerechnet die französische Nintendo-Seite dafür einen Leak gesorgt. Denn auf der Seite, zumindest kurzzeitig zu sehen, waren Amiibo-Figuren zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und da stand direkt drunter 4. März 2017. Das ist der Tag, an dem diese Figuren erscheinen. Tja, was hat das jetzt mit der NX zu tun? Ganz einfach, das neue Zelda wird ja definitiv einer der Launch-Titel der neuen Konsole sein. Und da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Amiibo-Figuren am selben Tag rauskommen. Kann natürlich auch ganz anders kommen. Ungewöhnlich ist, dass der 4. März ein Samstag ist. Für ein Konsolenrelease wäre das sehr außergewöhnlich. Naja, möglicherweise haben wir also schon Anfang März die neue Nintendo-Konsole, vielleicht aber auch nicht. Zur Gamescom wurde ja das Spin-off Metal Gear Survive vorgestellt, aber nach dem sehr üblen Rauswurf von Hideo Kojima bei Konami weigern sich viele Fans allein aus Loyalität, dieses Spiel auch nur mit spitzen Fingern anzufassen. Jetzt hat sich Hideo Kojima im Rahmen der TGS ganz offen von dem Spiel distanziert. Auf die Frage, ob die Idee zu Metal Gear Survive von ihm käme, sagte er: "Damit habe ich nichts zu tun. In den Metal Gear Spielen geht es um politische Fiktion, um Spionage. Wo sollen da Zombies reinpassen?" Recht hat der gute Mann. Außerdem hat der YouTuber Rensehin, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Jedenfalls hat der die TGS-Demo, die zu Metal Gear Survive gezeigt wurde, mit der Afghanistan-Umgebung aus Metal Gear Solid 5 verglichen, um damit zu beweisen, dass Konami für Survive einfach nur Levels recycelt. Die Ähnlichkeit ist tatsächlich erkennbar und die Frage ist jetzt: Ist das cool, Konami? Ist es euer gutes Recht oder ist das einfach nur dreist? Eure Meinung ist gefragt, schreibt sie in die Kommentare. Die PR- und Marketing-Schlacht zwischen Sony und Microsoft geht in eine neue heiße Runde, denn jetzt sind beide neuen Konsolen angekündigt und jetzt ist die Frage, wer am meisten Kunden für sich gewinnen kann zum Release. Und im Moment dreht sich eben alles um den Begriff 4K und der wird, naja, sagen wir mal, unterschiedlich interpretiert. Sony wirbt zwar lauthals mit 4K-Gaming für die PS4 Pro, aber so richtig ist das nicht und das musste Andrew House, der CEO, jetzt auch zugeben und zwar in einem Interview mit Digital Spy. Da sagte er nämlich, ja, dass nur ein Großteil der Spiele hochskaliert werde, aber eben nicht in nativem 4K laufen. Es gibt zwar Ausnahmen, zum Beispiel eben die Remastered-Version von The Last of Us, die läuft in nativem 4K, dann aber auch wieder nur mit 30 Frames per Second. Und das ist sicherlich mit der Hardware der PS4 Pro begründet. Und natürlich lässt Microsoft es sich nicht nehmen, dann direkt mal überhaupt die Hardware der PS4 Pro in Frage zu stellen, ob die überhaupt zu echtem 4K fähig ist. Den Vorwurf, dass die PS4 Pro mit 4K Gaming beworben wird und dass das irreführend sei, das weist Sony allerdings von sich. Das sieht Microsoft natürlich etwas anders und beeilt sich vor allem auch zu sagen, dass die Xbox Scorpio auf natives 4K ausgelegt sei. Und Publishing General Manager Shannon Loftus sagte in einem Interview mit USA Today, alle Spiele, die wir für die Scorpio machen, werden nativ in 4K laufen. Das ist jetzt natürlich eine Aussage, die klingt erstmal toll, hat aber so ein kleines Hintertürchen, denn mit dieser Aussage sagt sie nur, dass das für die Spiele gilt, die Microsoft selber macht. Das gilt noch lange nicht für alle Spiele, die von Drittherstellern kommen, also von anderen Entwicklern und Publishern. Aber natürlich wird es sicherlich einen Unterschied geben zwischen Xbox Scorpio und PS4 Pro in der Hardware, denn die ganzen trennt ja immerhin ein ganzes Jahr, die beiden Konsolen. Denn die PS4 Pro erscheint ja schon im November und die Xbox Scorpio erst im Weihnachtsgeschäft 2017. Wieder mal eine Frage an euch: Wie wichtig ist euch natives 4K? Wollt ihr ein Jahr auf die neue Xbox warten oder schlagt ihr jetzt schon bei der PS4 Pro zu? Mann! Super Mario Maker für 3DS, das ist der offizielle Titel dieses Spiels und nicht etwa Super Mario Maker 3D und das hat auch einen guten Grund, denn offensichtlich wird dieses Spiel nicht 3D-fähig sein, sondern nur in 2D laufen. Das lässt sich vom Cover ableiten, das auf der kanadischen Website von EB Games zu sehen ist und dort steht unter dem Titel, ihr seht es, Plays Only in 2D. Also ein 3DS-Spiel, das nicht 3D-fähig ist. Sachen gibt's, naja. Release ist am 2. Dezember.
Bandai Namco hat ein etwa 5 Minuten langes Gameplay-Video zum ersten Download-Content-Paket zu Dark Souls 3 veröffentlicht. Das heißt Ashes of Ariandel, erscheint am 25. Oktober natürlich für PS4, Xbox One und über Steam auch für PC. Kostet dann 14,99 € und bringt euch einen ganzen Satz neue Waffen, neue Rüstungen, Zaubersprüche und so weiter. Auch eine neue Mehrspieler-Map namens Hollow Arena ist dabei und 2 neue Bosse, die euch kräftig töten werden. Der zweite Download-Content wird dann erst Anfang 2017 erscheinen und das ist dann tatsächlich auch das Ende der Dark Souls-Reihe. Das hat Hidetaka Miyazaki jetzt nochmal bestätigt. Also schmeißt euch rein in den DLC, sobald er dann erschienen ist, denn so viel neuen Content wird es nicht mehr geben. Und zum Schluss gibt es noch eine News, die quasi das Ende einer Ära markiert, denn seit 1996, seit dem ersten Diablo, gibt es das Battle.net. Keine Sorge, es wird weiter existieren, aber fortan unter neuem Namen. Denn Blizzard hat bekannt gegeben, dass die Plattform in Blizzard Tech umbenannt wird. Wohl aus dem einfachen Grund, dass die beiden Namen Blizzard und Battle.net nicht direkt aufeinander verweisen und das in der letzten Zeit immer wieder für Verwirrung gesorgt hat. Das soll sich jetzt ändern. Ab sofort steht überall Blizzard drin und da haben sie auch mit Blizzard Streaming zum Beispiel schon mit angefangen. Aber ansonsten von den Funktionen her bleibt erstmal alles beim Alten. Also tschüss Battle.net. Das war's schon wieder mit den News für diese Woche, aber auf dem Kanal war eine ganze Menge los in den letzten Tagen. Zum Beispiel gestern frisch online gegangen ist ja wie jeden Freitag unser Newscast. Ich war auch mal wieder mit dabei. Wir haben ein bisschen über die News der Woche geplaudert, geht auch um die NX, die ich ja hier in den News nur so ein bisschen angerissen habe. Aber natürlich beantworten wir auch wieder Community-Fragen und das Ganze hat, glaube ich, über eine Stunde oder so gedauert. Also hört mal rein, klickt euch rein, ist unten verlinkt. Und natürlich gab es am Mittwoch ein Gameplay-Video von mir, ein Let's Play-Video, wenn ihr so wollt. Ich habe ein bisschen Forza Horizon 3 gezockt. Ich bin großer Fan der Forza-Reihe und deswegen musste ich mir natürlich das neue Horizon auch angucken. Auch das ist hier unten für euch verlinkt. Ich freue mich natürlich über Kommentare, über Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video.